Wir haben gesehen, dass das Klima sich bereits ändert. Wie ist das Klimasystem nun eigentlich definiert und aufgebaut? Das Klimasystem besteht aus 5 Komponenten, hier dargestellt in der Grafik rechts neben mir. Die erste Komponente ist die Atmosphäre. Diese beinhaltet zum Beispiel Wolken, Niederschlag oder Stürme. Die zweite Komponente ist die Hydrosphäre, bestehend aus den Ozeanen, aber auch den Flüssen, Seen und dem Grundwasser. Ein wichtiges Beispiel zum Beispiel hier ist die Golfstromzirkulation des Ozeans und die thermohaline Zirkulation des Ozeans. Die dritte Komponente ist die Kryosphäre, bestehend aus dem Meereis in den Polargebieten, den Eisschilden Grönlands und der Antarktis und den Gebirgsgletschern. Die vierte Komponente ist die Biosphäre. Diese beinhaltet insbesondere die Vegetation auf dem Land, aber auch die Vegetation des Ozeans, zum Beispiel in Form von Phytoplankton. Schlussendlich ist die fünfte Komponente die Geosphäre, die sowohl den Boden beinhaltet als auch die oberste Gesteinsschicht. Das Klimasystem besteht also aus diesen 5 Komponenten. Diese 5 Komponenten beinhalten physikalische, chemische und biologische Prozesse, die alle miteinander Wechselwirkung und in Beziehung treten. Dadurch kommt es zu Kreisläufen von Energie, Impuls und Stoffen wie Wasser und Kohlenstoff. Das Klimasystem ist inhärent ein multiskaliges System. Das bedeutet, es umfasst viele Raum- und Zeitskalen, die über viele Größenordnungen gehen. Ein Beispiel sind zum Beispiel Wolkentröpfchen. Wolkentröpfchen selber haben eine Ausdehnung von wenigen Mikrometern, wechselwirken aber mit der planetaren Zirkulation der Atmosphäre, die selber auf vielen 100 bis 1000 Kilometern agiert, zum Beispiel in der Form extratropischer Stürme. Das macht das Klimasystem zu einem komplexen System, das geprägt ist von nichtlinearen Effekten und Rückkopplungen und genau eben zu dieser internen Variabilität führt, die Herr Gasparini eben bereits erklärt hat. Man kann das Klima also als eine statistische Beschreibung des Wettergeschehens auffassen. Das Klimasystem ist ein faszinierendes System, komplexes, ein wunderschönes System. Und dazu habe ich einmal ein Video mitgebracht, das ist ein Video der NASA, das diese Faszination, wie ich finde, sehr gut ausdrückt. Ich werde Sie durch dieses Video verbal begleiten. Es beginnt mit dem Windmustern in der Atmosphäre. Schön dargestellt, hier sind etwa die Westwindbänder in den hohen Breiten und die Ostwinde in den niedrigen Breiten. Hier sehen wir die Meeresoberflächentemperatur, zum Beispiel auch den Golfstrom und die kleinskaligen Wirbel im Ozean. Hier ist dargestellt die Oberflächenalbedo, also die Reflektivität der Erdoberfläche. Was wir auch sehen können, zum Beispiel sind die Eisschilde Grönlands gleich, die sehr viel reflektiver sind als andere Teile der Erdoberfläche, was einen großen Einfluss hat auf die Strahlungsbilanz der Erde. In diesem Panel dargestellt ist die Biosphäre als Pflanzenwachstum über Land und Phytoplankton im Ozean, hier gemessen über Chlorophyll. Die Biosphäre ist natürlich eng verknüpft mit dem hydrologischen Kreislauf und der Bodenfeuchte, die hier dargestellt ist. Die Bodenfeuchte selber ist eng verknüpft mit dem Niederschlag in der Atmosphäre. Hier sehen Sie einzelne Niederschlagssysteme in den Tropen und Extratropen. Und Niederschlag selber ist natürlich verknüpft mit Wolken, denn nur dort, wo Wolken existieren, kann auch Niederschlag fallen. Schlussendlich sehen wir im letzten Panel, das gleich hineinkommt, den atmosphärischen Wasserdampfgehalt, der zusammen mit den Wolken einen primären Einfluss auf die Strahlungsenergiebilanz der Erde hat und damit auf den Energiehaushalt der Erde.